Mein Name ist Eberhard Wolf, ich bin der Architektur- und Technologiemanager für die Adesso AG. Ich kümmere mich um Architektenausbildung, Technologiestrategie und diese Bereiche bei der Adesso. Wir sind in verschiedenen Bereichen aktiv, vor allem Banken, Versicherungen, auch Industrie und haben dort eben sehr viele große und sehr große Kunden. Das sind die Märkte, die wir dort bedienen. Diesen Kunden bieten wir dann vollständige Lösungen an, die bestehen aus Business Consulting, wie auch Implementierungsarbeit, Softwarearchitektur und ermöglichen dadurch eben unseren Kunden einen Geschäftsvorteil zu erringen durch IT-Lösungen. Zum einen gibt es Startup-Unternehmen wie beispielsweise Bergfürst, die mit Cloud-Diensten ihre Systeme halt sehr kosteneffizient aufbauen können und damit halt auch eine skalierbare Infrastruktur haben. Zum anderen ist es so, dass wir halt gerade bei Enterprise-Kunden im Bereich Testing, Performance-Prototypen die Cloud sehr gut nutzen können, um dort eben eine flexible Möglichkeit zu haben, Systeme in unterschiedlichen Kontexten einzusetzen und auszutesten. Der Hauptvorteil, den wir durch die Nutzung von AWS erzielt haben, ist die größere Flexibilität. Das bedeutet, wir sind dazu in der Lage, Testszenarien durchzuführen für Performance-Tests, für andere Tests, wo wir eine Vielzahl von Servern nutzen können, die wir mit physischer Hardware oder beispielsweise mit einem Hoster so einfach in dieser kurzen Zeit nicht zur Verfügung gestellt bekommen würden. Das bedeutet konkret, dass wir eben dann dazu in der Lage sind, auch mehrere Testumgebungen parallel aufzubauen und dadurch wesentlich schneller arbeiten können und wesentlich umfänglicher arbeiten können, als das eben ohne so eine Lösung möglich wäre. Die Vorteile, die wir realisieren, lassen sich, glaube ich, durch einfache Metriken gar nicht so abbilden. Es ist einfach so, an der Stelle, wo ich dazu in der Lage bin, viele Umgebungen aufzubauen, dadurch halt Tests beispielsweise zu parallelisieren, habe ich einen ganz massiven Vorteil im Bereich von Time to Market und auch in der Produktivität meiner Tester. Das bedeutet, wenn ich das eben nicht mit einer flexiblen Lösung wie einer wie der Amazon Cloud bauen würde, dann würde ich dort eben diese Tests seriell machen müssen, was eben bedeutet, dass ich einen viel höheren Aufwand hätte. In Zukunft werden wir AWS sicherlich weiterhin nutzen, auch verstärkt nutzen. Und ich glaube vor allem dieser Bausteingedanke, die Dinge, die dort als zusätzliche Services angeboten werden, wie beispielsweise eben Redshift und die verschiedenen anderen Services, die es dort gibt, werden sicherlich in Zukunft für viele unserer Kunden sehr attraktiv sein. Amazon Web Services ist für uns eine hervorragende Basis, um darauf Systeme aufzubauen, zu testen, Performance-Tests durchzuführen. Und wir sind glücklich, dass wir diese Möglichkeiten haben.